Das ist ein Projekt, das nennt sich Gynodiversity und die gibt es schon seit 2010 und seit 2010 sammeln die Bilder von Vulven, um im Grunde zu zeigen, wie vielfältig das da ist, was man vorfinden kann in der Hose einer Frau. Ja. 2300 Frauen haben seitdem schon mitgemacht und ich meine, ey, das war augenöffnend. Klar weiß ich, dass da wahnsinnig viele Formen vorhanden sind und alle Größen vorhanden sind, aber das mal zu sehen in einem Katalog, was es alles gibt, war toll. Ladylike, die Podcast-Show, der Talk über Sex, Liebe und Erotik.